kolossal oder paradox interaktiv. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. In diesem Fall handelt es sich um das Let's Play Cities Skylines. Tja, das Spiel habe ich mal vor einigen Wochen mal bei einer, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, bei einem Angebot auf Steam für, glaube ich, 7 oder 8 Euro bekommen. Also habe ich mir gekauft. Ich dachte mir, wenn das schon so spottbillig ist, dann hol es dir und spiel es mal. Einfach weil, es klingt eigentlich relativ interessant, so eine Städtebausimulation hier, wie man auch ganz schön am Hintergrund sieht. Und tja, wie soll ich anfangen? Ich weiß auch nicht. Also auf jeden Fall, es handelt sich hier um ein Spiel, wo man Städte aufbaut, Städte wahrscheinlich auch zerstört und wahrscheinlich auch noch, ne, und so weiter und so fort. Man ist hier im Grunde genommen so eine Art Bürgermeister und baut seine eigene kleine oder große Stadt auf. Tja, ich weiß auch nicht, wie ich das Ganze anmoderieren soll. Das ist einfach irgendwie, ich bin halt nicht ein Profi darin. Hier haben wir ein neues Spiel, Werkzeuge, haben wir Thema, Editor, Objekteditor, Szenario-Editor, Karten und so weiter zurück. Oh mein Gott, und die Musik ist auch ein bisschen laut. Ich muss mal kurz an meiner Anlage, mal einen Moment. So, habe ich gerade ein bisschen leiser gedreht. Hier haben wir noch eine Inhaltsverwaltung. Hier ist momentan nichts drin. Haben wir noch Optionen? Natürlich habe ich auch schon eingestellt hier, die ganzen Geschichten hier mit allem Grafik und Pipapo und Tralala. Tja, und, ja, was steht denn hier eigentlich? Moment mal. Optionen, das meinte ich hier. Ja, zwar habe ich hier noch zwei Mods installiert, da werde ich dann noch später zu kommen. Mitwirkende, schauen wir uns mal die Credits an. Und kommen Sie, die Credits. Oh, habe ich. Ach, ist auch egal. Ich dachte, mit Linksklicks passiert einfach nichts. Ach, wisst ihr was? Wir starten einfach ein neues Spiel. Und dann werde ich das Spiel schon im Laufe der Zeit erklären. Also wenn ich meine, die meisten werden das wahrscheinlich schon kennen. Aber warum auch nicht trotzdem erzählen hier? Diamantkiste, großer Fluss, Lakewood und so weiter und so fort. Man kann sich hier verschiedene Karten aussuchen. Ich suche mir mal meine Lieblingskarte auf. Die habe ich mir schon vorher im privaten Spielstand schon ausgesucht. Wo war das nochmal? Grüne Prärie, das war es auch, oder? Ja. Grüne Prärie, Springfield, natürlich nicht Homer Simpson, wie sollen wir jetzt also die Stadt nennen? Ich nenne sie Entenhausen. Tja, klingt doch wunderbar, ich könnte natürlich auch eine anderen Stadt nennen, zum Anschlussstadt zum Beispiel, Berlin, Neukölln. Aber ich nenne das Entenhausen. Tja, so, machen wir es einfach mal. Donald Duck und Karl Barks in einer Stadt. Wer hat das schon nicht erlebt? Niemand, also. O Preußen, wenn Sie einen Friedhof oder eine Mülldeponie abreißen möchten, müssen Sie diese erst entleeren. Es ist unglaublich interessant, dieser Fakt, dass man das erstmal entleeren muss. Wohin mit der ganzen Scheiße? Natürlich, also abgesehen vom Friedhof, das ist natürlich keine Scheiße, das sind natürlich ehemalige Lebewesen gewesen. Liebe Mikrofon, oh mein Mikrofonchen, mal kurz, ja, jetzt aber. War gerade nicht ganz zentral zu meiner Hackfresse, so. Ja. Hallo, Hallöchen, Popöchen, mein Herr. Lassen Sie uns damit beginnen, einige Straßen zu bauen und die benachbarten Gebiete abzugrenzen. Gebäude gespawnen in abgegrenzten Gebieten und bei weiterem Wachstum ihrer Stadt werden sie neue städtische Dienstleistungen und Gebäude freischalten. Klicken Sie für Hilfe auf die Fragezeichenfläche. Dies zeigt Ihnen Informationen über das aktuell geöffnete Menü oder die Infoansicht an. Naja, also hier. Hallo, tschüss. So, hier haben wir schon eine schöne Karte. Yeah, wupsi. Zwei Flüsse, ein See und natürlich eine dicke, fette, dumme, blöde Autobahn. Hier noch eine Autobahn, da eine Autobahn, sogar mehrspurig. Ein Autobahn-Dings ist da, hier, wupp. Tja, da werde ich noch später zu kommen. Auf jeden Fall, ich werde das jetzt ganz mal so spielen, wie ich das im privaten Spielstand schon mal hingekriegt habe. Und das geht folgendermaßen.
Erstmal hopp dich. Machen wir mal. So. Ich mache hier ein bisschen Platz, da werde ich noch später zu kommen. Ich weiß nicht warum, aber naja. Ist ja noch später Platz für den Kreisverkehr hier sein. Wie das hier. Uff, ah, ist ja schon. Also, wenn man hier mit Rechtsklick kann man natürlich auch drehen. Rechtsklick, Rechtsklick, Rechtsklick. Kostet aber natürlich ein Schweinegeld. Kreisverkehr, das werden wir dann später. Aber erstmal muss ich hier. Warte ich mal kurz mal. Ein Stückchen kann man natürlich auch ein bisschen wegreißen. Bup. Und dann machen wir hier. Bam. So. Machen wir mal hier. Ich weiß nicht, ich weiß, oder ist natürlich planungsmäßig. Ich bin immer organisationstechnisch. Da muss man planungstechnisch jede Menge organisieren, sagen wir mal so. Also als Bürgermeister, da müssen die auch Straßenverkehr, also müssen sie, was ja, ich rede schon mit, ich spreche euch auch noch mit sie an. Muss auf jeden Fall darauf achten, ne, Verkehrsfluss und so weiter und so fort. Der Verkehr soll natürlich flüssig laufen. So, hier haben wir natürlich noch die Werkzeuge hier. Gebogene Straße, zum Beispiel hier so. Blip. Hier könnten wir. Und natürlich müssen wir auf das Geld hier achten. Kontostand, hier haben wir noch 0 Einwohner. Aber das will sich mit der Zeit natürlich noch ändern. Keine Ahnung warum, aber naja. Ach, weißt du. Machen wir hier. So. Gebietsabgrenzung. Ich weiß es nicht. Auch nicht. Machen wir nicht mehr so. Wie soll ich das also machen? Ich habe das mit dem privaten Spielstand. Ich weiß nicht, manchmal könnte sein, dass ich nochmal den Spielstand neu starten muss. Also, ich meine, den Spielstand. Ein bisschen. Ich wollte das ein bisschen anders nochmal machen. Warte mal. Ja, haben wir. Hier war ich hier so. Könnte sein, dass ich mich gerade vergaloppiert habe. Und deswegen nochmal den neuen Spielstand. Aber auf jeden Fall, so. Warte mal hier. Machen wir mal hier. Hup dich. Keine Ahnung. Ach, weiß ich, machen wir mal ein paar kleine Parzellen. Wir können das ja immer noch ausbauen. Machen wir hier. Man sollte möglichst keine Ecken sparen. Aber ich meine, das mal. Sicherheitshalber. Hier, so. Immer, ich lasse immer so zwei, weil man kann auch später breitere Straßen, also hier so mehrspurige. Und die werden natürlich auch wesentlich breiter, wie man hier sehen kann. Der Kreis zeigt an, wie breit hier, ne? Das Verhältnis, das man bebauen kann. In diesem Falle sind das. So und so viel, keine Ahnung, wie viel das fällt, wie viele fällt. Oh, immer der Hallo. So, auf jeden Fall ist diese Skyline. Machen wir mal hier drei Stück. Und hier, keine Ahnung. Machen wir mal hier zwei. Immer im Zweierabstand. So. Und hier natürlich noch eine kleine Industrie. Keine Ahnung. Und hier. So, und dann auch noch hier. Auch immer im Zweierabstand. Vielleicht brauche ich aber irgendwann mal breitere Straßen. So. Und was zu einer guten Stadt gehört, ist natürlich auch ein gutes Kraftwerkchen. Warte mal. So, warte mal hier. So, dann machen wir eine Stromtrasse. Damit das dann ein bisschen schöner aussieht. Wir kennen das ja, die Trassen sind ja alle immer dicht an der Straße hier immer. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr ganz so viel Asche, aber hey. Ich mein. Brot ist belegt. Beleckt.
Warte so. Wir können das mit der Stromtrasse dann auch später noch anders machen. Aber erstmal. Was ist das so? Ich überlege gerade, dann wird das nicht mehr anders machen, aber mal anders. Dann erstmal testweise. So. Und jetzt fehlt natürlich noch. Wasserpumpstation. Hier sieht man einen Pfeil anhand der Pfeile. Hier die Richtung, in der der Fluss fließt. Also in diesem Fall kommt das von hier, kommt das denn dahin. Das wird noch wichtig sein, weil... Da komme ich gleich zu. Erstmal pflanzen wir das hier im Boden ein. Muss erstmal im Boden implantiert werden. So, haben wir noch 19.000 Moneten übrig. So. Und Abwasser müssen natürlich auch noch. Und bei der Abwasserscheiße, da ist es natürlich so. Wir brauchen erstmal hier. Und ist bereits belegt. Hallo, Mann. Hallo. Kann man dann irgendwie... So. Irgendwas hier noch? Hallo, hallo. So, habe ich an euch gesehen, dass er... Hat er Strom. Jetzt hat er Strom. Muss ich erstmal anschließen. Warte mal hier. Bam. 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 Ich mach das noch hier. Ist zwar ein bisschen schief, aber was soll's. Ja. Wer kann das nicht? Jede Stadt braucht Wasser. Auch deine, in der du wohnst. Keine Ahnung warum, aber Wasser ist nun mal Menschenrecht und Lebensmittelgut. Natürlich ein natürliches Gut. Ach, diese Lücke in der Straße ist ja jetzt nicht so wichtig. Was ich noch brauche, natürlich. Bam. Bam. Und. Haben wir hier? Ja. Ich weiß nicht, wie lange das Let's Play gehen wird. Ich werde einfach so lange machen, wie ich Lust zu der ganzen Geschichte habe. So, natürlich, wir können noch eine Straße mehr. Wir könnten einfach mal so schon mal, ne? Bam! So, immer im Zweierabstand. Das habe ich bisher immer so gemacht. Man kann ja nie wissen, ob man da nicht irgendwo mal doch nochmal eine breitere Straße will, braucht oder was auch immer. So. Und natürlich müssen wir auch sagen, wo soll was wachsen? Also in diesem Fall, hier kann man natürlich... Hier kann man ganze Felder auswählen. Hier kann man mit einem Pinsel hier so... Oder mit einem Rechtsklick kann man das Ganze auch löschen. Hier kann man einfach so... Oder immer so hier... Bam! Aber man kann auch sagen, mit Rechtsklick... Weg damit! Weg mit der Scheiße! Ich selber bevorzuge dieses Werkzeug hier. Also... Einfach klicken... Rip dich! So! Und natürlich haben wir auch noch... Hier, so. Und wir wollen natürlich noch hier was zum Einkaufen. Hier ein Einkaufsgebiet gehört natürlich immer zum guten Ton dazu. Tja. Was will man machen? Hier können wir natürlich auch noch. Schwupp dich. So. Und dann nochmal hier was. So. Mann. Und hier natürlich ein Industrialgebiet, also Industriegebiet. Gehört natürlich auch dazu. Wer kann das nicht? Die gute alte Umweltschweinerei. Hier. Gut, die sind an Strom angestöpselt. Also funktioniert die ganze Scheiße auch ganz gut. So. Dann ist einfach... Komm, Weiße. Komm mal, machen wir... schwupp dich. Machen wir hier. So. Machen wir es einfach mal... Hier sieht man, der Bedarf, also die Nachfrage an Wohngebieten, ist unglaublich gigantisch. Weil wir haben natürlich noch null Einwohner. Und was will eine Stadt ohne Einwohner denn eigentlich machen? Tja, ist natürlich eine tolle Frage. Die können wir vielleicht irgendwann mal im Leben beantworten, aber nicht jetzt. So.
Kreisverkehre übrigens braucht man erst dann, wenn der Verkehr richtig dick und fett verstopft ist. Ich guck nochmal nach, wie viel Platz. Ja, das geht. Dann muss ich schlimmstenfalls das hier noch einmal wegmachen. Dann habe ich hier und so. Na ja, das sollte aber klappen. Haben wir eigentlich schon? Ja, haben wir. Ich guck nochmal zur Sicherheit. Kontrolle. Einmal. Schwupp dich. Hier, damit es auch schön parallel hier verläuft. Das ist, was ich wollte. So. Und ja. Ist auch alles versorgt. Ah, nee, hier. Bam. Und bam. Haben wir hier noch? Ja, so. Das sollte euch erstmal genügen. Starten wir. Space-Taste drücken und los geht's. Hui, herzlichen Glückwunsch, das erste Kraftwerk in der Stadt wurde gebaut. Juice Dump. So, hier kann man natürlich noch die Geschwindigkeit einstellen. Klick, wird das mit schneller. Bewegt sich alles. Umweltfaktoren beachten, weiß ich doch nicht, Mann. Und weiter geht's. So. Und schon haben wir hier das erste Häusli, das hier gebaut wird. Den ganzen Bewegbar bekommen moderne Bequemlichkeiten, Frischwasser. So. Ich mache mal ein bisschen langsamer und trinke erstmal meinen Kaffee. Keine gute Aufnahme ohne guten Kaffee. Also, ich lasse erstmal wichsen und wachsen. Bis gleich. So. Wir sehen, wie das alles schon wächst und wächst, natürlich. Und, ja, schauen wir uns das mal an. Ui! Also mit Mittelklick, also mit dem Mausrad, mit dem Rausrad kann man rausscrollen, reinzoomen und, ja, rausscrollen, reinzoomen. Klingt gerade an, neue Freunde, einsam. Ja, in einer Großstadt versinkt man natürlich schnell in der Anonymität. Hier haben wir ein Häusli. Ui, was ist denn das denn hier? Das ist die Washington-Residenz. Was ist das hier? Die Hauptresidenz. Asche auf mein Haupt. Die Taunton-Residenz. Und hier sehen wir machen gerade Minus. Und die Musik beginnt jetzt auch schon. Also die Musik. Hoffentlich ist es nicht so laut. Das wäre ja doof. Die ersten Autos lassen natürlich noch auf sich warten. Da können wir uns natürlich noch eine Zeit lassen. So. Hier wächst natürlich auch noch was. Ruhiger Ökladen. Sieht ja schon mal schön aus. Wir können natürlich auch stoppen oder wir machen einfach weiter. Die Parkerstraße. Warum eigentlich Parkerstraße? Hier parkt doch niemand. Ja, wupp. Weiße. Wir machen einfach die... ja, wie sollen wir das nennen? Daniel Düsentrieb. Straße, nicht Daniel Düsentriebstraße. So, Imperialstraße. Wir können genau ein bisschen beschleunigen, damit es ein bisschen schneller geht hier. Die Nachfrage ist gesunken. Mittler, naja, sieht eher nach gering als nach mittel aus, aber egal, was soll's. Wir machen monetär gesehen noch minus 994 Euro. Naja, immerhin sind wir nicht ganz so brutal im Minus. Wie ich das privat leider hingekriegt habe. 313, dreimal Pech, dreimal 13, Donald Duck. Ja. So, hier wächst auch schon die Industrie. Ist ja schön zu sehen. Bekleidung GmbH. Hier lädt einer seine ganze Scheiße ab. Das Kohlekraftwerk. Tja, so, ist keine Nachfrage mehr da. Also, wir können zum Beispiel auch Space Halt drücken. Jetzt hört er natürlich auf. Wir sind beim 22.07.2017 angekommen. So, was können wir also machen? Wir können wieder hier klicken. Die Madison Residenz. Sieht aus. Hey. Das hier sieht ein bisschen aus wie so. Hat ein bisschen was in einer Axt oder eine helle Bade hier so. Jo, wipp, wipp, bam, Holzhacken. Nee, also sieht ein bisschen mit Fantasie natürlich so aus. Ja, wir könnten das hier, die zum Beispiel. Villa Karl Barks. Ja, Villa Karl Barks.
Platinbeladen. Ruhiger Eckladen, sieht nicht ganz so aus. Was haben wir hier? Was steht denn hier eigentlich drauf? Kann ich nicht genau lesen. Sillys. Bla 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 blub. Ja. Was ist das denn hier? Uiuiui. Gemischwarenladen. Nachbarschaftsladen. Nennen wir es doch mal. Feindschaftsladen. So. Sieht doch schön aus, das Ganze. Wie können wir diese Straße denn eigentlich nennen? Ach, das ist die Daniel-Düsentrip-Straße. Ah, so gut. Dann laufen wir, also lassen wir einfach mal weiterlaufen. Aufnahme läuft ja immer noch schon seit gut 20 Minuten jetzt eigentlich. Naja. So, da kommen schon die ganzen Autos hier angekarrt. Nö. Was bist du denn für eine Limousine? Du hier. Sportauto. Sport ist natürlich bekanntlich Mord, also machen wir draus. Mordauto. Was bist du? Ein Kombi. Kombination. Die Kombination. Eine Nation voller Kombis. Der Ford Kombi. Oder sonst was. Keine Ahnung. Was ist das hier? Suff. Nennen wir es einfach mal einen Suff. Suff um. Sieht doch schön aus. Wahrscheinlich hat er 3,7 Promille und fährt trotzdem. Weil hier keine Bullen sind. Die bullenfreie Zone. Machen wir mal ein bisschen schneller. So, machen wir mal einen Affenzahn hier. So. Was ist denn hier? Bekleidung GmbH sieht eher aus wie Williams. Robbie Williams oder was ist das hier? Keine Ahnung. Was ist das hier für ein Laden? Warenkorb AG. Sieht nicht nur nach Warenkorb AG aus, sieht eher aus nach keine Ahnung was. Fonds für Stäbchenfabrik. Natürlich brauchen wir die auch. Warenkorb AG machen wir draus. Mike Microsoft AG. So, Microsoft. So. Und ich trinke erstmal meinen Kaffee. Leer. So. Jetzt steigt schon auch schon die Nachfrage nach Wohngebieten. Wir sind natürlich im Minus. Wir können uns natürlich noch keine Gebäude leisten. Aber ja, 13 Euro Verlust machen wir. 13 Euro. 414 Bewohner. Ja. Das ist natürlich auch schön anzusehen. Unglaublich. Ich esse auch mal ein paar Kekse. Habe ich noch auch? Habe ich noch irgendwo? Ja. Natürlich habe ich auch noch Kekse dabei. Ich packe sie mal kurz aus. Oder auch nicht. Ui, kleiner Walder. Einen Moment mal. Ich muss mal kurz eine kleine Pause. Da ist euch gerade. Kurz einen Moment. So. Immer diese Insekten hier manchmal rumfliegen, rumkreuchen, fleuchen, deswegen, ja, die Insekten, die stören hier manchmal. Ist ja auch schon Sommerzeit, deswegen, ja, auf jeden Fall, die Insekten, deswegen hat gerade hier gestört, die fliegen hier, die rumfliegen. Bäh, also die ganzen Fliegen, das ist manchmal auch so scheiße, deswegen gerade, war ich gerade ein bisschen abgelenkt. So, auf jeden Fall, was haben wir hier Schönes? Neue Fiat Hydrus. Steuern. Steuer rauf, Steuer runter, auf dem Auto. Im Geldfenster können Sie die halbe Steuerung verschiedener Gebiete jetzt anpassen. Toll. Darlehen. Sie können kleine Darlehen mit geringen Zinsen aufnehmen. Zinsverbot, sage ich da nur. Müll, Gesundheitswesen, Bildung. Grundschule, natürlich, Arztpraxis gehört sich. Na, jeder Patient für gewisse Zeit ein Bett belegt, sollten Sie dafür sorgen, dass es in der Stadt genügend medizinische Einrichtungen gibt. Scheiß auf die Schulmedizin. So. Kleiner Weiler, 500 Einwohner. So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen hier. Jupp. Warte hier, wir sind leider noch nicht in der Gewinnzone. So, jetzt sind wir langsam in der Gewinnzone hier. Ja, jetzt sind wir in der Gewinnzone. So, Microsoft ist eigentlich auch hier. Oh, stimmt. So, man ist mal. Man ist mal neue. Ja. Warte mal.
Bäm. Und hier brauchen wir mal eine Zweierplatz. So. Es war ein bisschen Verschwendung, aber man kann ja sich nie sicher sein. So.